Ja, eigentlich schon. Ja? Ist das so, kaufen Sie auch Schallplatten so von Popstars und so? Ja, hin und wieder. Ja? Ja. 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 Also lieben Sie auch klassisch? Ja, So? eigentlich mehr. Eigentlich mehr, Ja. ja? Wie heißen Sie? Schausberger, ja. Guten Abend. Ich bin so eben auch. Sie kommen aus? Salzburg. Aus Salzburg? Ja. Ja? Und Sie lieben so klassische Musik. Gehen Sie auch ins Theater? Ja, aber eigentlich noch nicht so lange, aber ich bin da irgendwie dazugekommen. Wie dazugekommen? Ja, ich bin vor 10 oder 12 Jahren von Herrn Bonnell auf der Straße angesprochen worden. Das habe ich nicht gewusst. Aber wofür hat er Sie gefragt dann? Nein, ich bin da in Mirabellen, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Ich bin da in Salzburg durch den Mirabellgarten gegangen und auf einmal spricht mir Herrn und hat gesagt, genauso einen Typ wie Sie suche ich. Sage Sie, gell? Ich bin eine anständige Freilose, weil ich da auf der Straße. Ja, und dann hat er gesagt, nein, ich soll das nicht missverstehen, er meint das anders und hat mir da Visitkarten gegeben. Sag ich, na danke, das kommt für mich nicht in Frage. Und nachdem ich eigentlich zu den Frauen gehört, die ein bisschen neugierig sind, naja, bin ich halt daheim gewesen und habe mir das ein bisschen überlegt und dann habe ich in Festspielhaus angerufen, ob das wirklich stimmt, eine Bekannte. Ja, und die hat gesagt, das stimmt wirklich, da wird jemand gesucht. Und dann bin ich reingekommen und dann waren sehr viele, was meiner Figur zugute gekommen ist, voll schlanke drinnen. Naja, und dann hat er gesagt, genau, alle können gehen und die bleibt. Ja, aber nicht als Opernsängerin. Nein. Nein, denn das weiß ich, ich habe hier etwas. Ich habe hier ein Foto, habe ich hier. Mein Bühnenbild, das darf nicht wahr sein. Ja, was heißt Bühnenbild? Genau, soll ich es mal erzählen, meine Damen und Herren? Jean-Pierre Ponnel war so begeistert von diesem Foto und er brauchte für Hoffmanns Erzählungen, brauchte er ein Riesengemälde, ja, das stimmt. Für den Salzburger Festspiele. Ja. Und er hat gesagt, Sie müssen auf diesem Gemälde. Ja. Und das Gemälde war wie groß? 7, 8 Meter, glaube ich. 8 Meter Ich weiß es nicht groß. Genau, wie groß, ja. Ja. Und nun weiß ich, dass Sie gerne das Gemälde mal hätten. Ja, das stimmt, aber wieso ja, aber, wissen Sie das? Ja, das weiß ich. Weil Ihr Mann uns das geschrieben hat. Das gibt's nicht. Ja. Jetzt bin ich 27 Jahre verheiratet. Ich glaube, ich kenne meinen Mann, aber ich glaube, ich kenne ihn bis heute noch nicht. Aber ich habe eine schlechte Nachricht, das Gemälde gibt es nicht mehr. Bei einer Tournee in Amerika ist das verloren gegangen. Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Aber stell dir vor, es hätte es wohl gegeben. Wohin damit? 8 Meter groß? Das geht ja gar nicht in der Wohnung. Nein, ich weiß es. Ich hätte mich sehr bemüht, wie es aus waren, die Festspiele. Nachher habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich schon, aber es war unmöglich, das zu kriegen. Ja, ja? Aber ich weiß, dass es so ein Lieblingswunsch von Ihnen ja, das ist, dass wir es etwas kleiner haben malen lassen. Ja? Etwas. Bitte, Vorhang auf! Ja. Ist das schön? Siegfried Bloß hat es etwa... Uw Tochter überraschen hier in Vilsberg, Innsbruck. Und jemand weiß Bescheid und deshalb ist die Tür auf. Lass dich überraschen. Guten Appetit. Nein. Guten Appetit. Nein. Oh, sieht das gut aus hier? Wunderbar. Ein schönes Zimmer auch hier. Was ist das, was ich jetzt esse hier? Na, was ist das? Ich kann nicht reden. Ja, Schinken. Eier. Also ein hart kaltes Buffet ist das. Ja, alt, durchgelernt. Ja. Sie sind Frau? Del Marco. Vorname? Isabella. Ein schöner Name. Ja? Danke. Ja. Und ist die Familie so? Das ist ja. Ihr Bruder? Ja. Ja. Sie sind? Mein Vater, ja. Der Vater? Ja. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Bürokaufmann bei einer Computerfirma. Aha. Angestellt. Und Sie, was machen Sie? Bauverlehr. Was genau machen Sie genau? Hochbau. Am Hochbau, ja. Und ja, was machen Sie in Ihrer Freizeit? In der Freizeit, ja. Ja? Was sehen Sie am allerliebsten im Fernsehen? Am allerliebsten. Ich
Lies und Sieg im Fernsehen, am liebsten Western. Western? Ja. Ja? Ja, gefällt mir einfach gut. Ja? Oder sind Sie beeinflusst worden von der Mutter oder Vater? Beeinflusst nicht, aber vererbt wahrscheinlich von meinem Vater. Ich sag, du guckst ja auch immer Western an. Mhm. Ja? Schon auch, ja. Aber ich habe hier einen Brief, habe ich hier. Muss ich mal aufmachen. Ich habe einen Brief. Die Briefschreiberin, das ist die Elke. Ja. Ja? Die hat geschrieben, dass sie mal Lust hätte, mal richtig eine Cowboy-Szene zu spielen. Hättest du Lust dazu? Ja. Ja? Sie auch? Ja. Ja, mal richtig, so wie in einem Western-Film, das mal zu machen. Ja? Na, dann machen wir das. Wahnsinn. Ja. Und zwar, wir fahren nach Elspe, da gibt es eine Western-Stadt mit Western-Saloon und so, wo sie als Cowboy und sie als Girl im Saloon dann auftreten werden und wir mit unseren Filmkameras das drehen. Ja? Okay? Aber jetzt mal weiter essen. Ja. Darf ich auch etwas? Ja. Ja. Aha, lecker. Zeg, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen diese beiden noch einmal zeigen. Das, was Sie gleich sehen werden, das wirkt so professionell, dass man sich kaum vorstellen kann, dass die beiden noch nie in ihrem Leben vor einer Kamera gestanden haben. Es ist einfach perfekt.